Herzlich willkommen zurück bei Outcast A New Beginning hier auf meinem Kanal ProPlay LP. Wir haben ja im letzten Video das Dorf Ida entdeckt und wollen jetzt weitermachen. Wir haben auch ein bisschen was gekauft und verkauft das erste Mal. Und ich habe jetzt gesehen, genau, hier gibt es nämlich noch Gurk-Ausbrüche, dann gibt es hier noch eine Basis. Bin ich hier? Ja. Genau, da würde ich nämlich mich hier aufmachen zu dieser Basis erstmal. Und dann gehen wir zu den Gurk-Ausbrüchen. Irgendwas? Ach, da war ich ja schon bei ihm. Mal gucken. Warum werden wir hier... Achso. Gut, nee, wo muss ich lang? Hier hoch. Erstmal gucken, dass wir hier einen Weg finden, den ich lang düsen könnte mit meinem Jetpack. Okay, hier sind diese... Wie heißen die nochmal, die Tiere? Ich könnte ihn ja mal ansprechen. Howdy, Cowboy. Keine Ahnung, was ein Cowboy ist. Ich bin ein Bonba-Hüter und hüte Bonbas. Ich heiße Ozak. Hey, Ozak. Ich bin Cutter. Ah, Bonba heißen die Tiere. Dann werden wir ihn mal ausfragen. Ich führe sie über die Weiden und füttere sie, damit sie fett genug für den Markt werden. Ein wohlgenährtes Bonba wirft eine Tonne Fleisch ab, eine Tonne Wolle. Und die Hörner kann man zu, keine Ahnung, Hornsachen verarbeiten, Trinkhörner und so. An einem Bonba lässt sich alles verwerten. Hätten Sie ein Gehirn, würde ich es essen. Ha, das Gleiche hat schon mein Vater immer gesagt. Dir scheint es auch so ganz gut zu gehen. Ohne Husch geht es mir gar nicht gut. Meine Bonbas sind überall verstreut und mit all den Garondas hier fürchte ich, sie für immer zu verlieren. Erzähl mir von Husch. Husch ist mein Reit, Tuanha. Oder war es zumindest mal. Zu Beginn war er wild. Es dauerte Monde, den Bastard zu zähmen. Und er war mein bester Freund. Konnte nicht gut zuhören, aber naja, er kann das schon. Ah, das tut mir leid. Oh, er ist noch nicht bei den Jots. Er ist weggerannt. Von wegen, beste Freunde, was? Jot, verdammter Garonda. Er hat Husch davongejagt. Ich sage dir, Husch war wie ein Bomber-Flüsterer. Mehr muss ich über Husch nicht wissen. Ich sage die Wahrheit. Wenn ich auf Husch reite, respektieren die Bombas mich. Dann sind sie leicht zu hüten. Aber ohne Husch? Dann schert sie der alte Ozak keinen Sort. Falls du Husch da draußen finden solltest, bringst du ihn mir zurück? Ich würde dich entlohnen. Ruf ihn beim Namen. Etwa so. Husch! Komm her! Warum sollte Husch auf mich hören? Nimm dieses Gui. Dieses Stück Stoff trägt den Geruch von Huschs Mutter. Husch liebt sein Gui sogar noch mehr als Hotis. Halt es unter seine Schnauze, dann hört er auf dich. It's better than most places, I guess, but... I lost a lot of friends recently to the Garondars. Fürchtest du dich vor den Invasoren? Was man nicht sieht, fürchtet man nicht. Als ich eines Nachts von zu viel Pilam einschlief, kamen sie und sabotierten das Daoka. Als ich aufwachte, waren sie weg. Erzähl mir etwas über Garondars. Ich hasse diese Sordsöhne. Sie sind meine Nemesis. Riesige Würmer, die im Boden leben und meine Bonba-Hüterkameraden einfach verschlungen haben. Sogar Husch wollten sie fressen. Doch sie haben ihn wieder ausgespuckt. Tuanhas schmecken einfach nicht. Hast du dir die Bohranlagen je genauer angesehen? Tja, war nie in der Nähe. Zu weit weg. Ich gehöre hier zu den Bonbas. Jedenfalls meinte Mirko aus der Brauerei mal, die Tuanhas könnten keine weiten Strecken zurücklegen, weil... Naja, den Grund habe ich vergessen. Was treibst du so? Ich treibe eine Herde Bonbas hier entlang. Nachher treibe ich sie dann dort entlang. Der Kreislauf des Lebens.
Und diese Bonbas hier sind die störrigsten Kreaturen überhaupt. Also, na husch. Gibt es ein Problem mit deiner Herde? Nennen wir es gestörte Kommunikation. Ich gebe Husch einen Befehl und er gibt ihn an die Bonbas weiter. Anders hören sie nicht auf mich. Ist das wirklich so schwer? Es sind bloß Bonbas. Die Herde will nie zurück ins Gehege gehen. Husch ist ein guter Helfer, doch ich würde ein paar helfende Hände wie deine nicht abweisen. Vor allem bei den ganzen Garondas hier. Je weniger Bonbas außerhalb des Geheges sind, desto seltener greifen die Garondas hier an. Okay, ich muss sie nur... Das ist nicht leicht. Du wirst schon sehen. Ist Hiron ein guter Häuptling? Na, kann ich klagen. Hatte nie einen anderen Häuptling. Er liebt Pilam, so wie ich. Lässt mich jedes Wetttrinken gewinnen. Glaube ich. Bist du mit Mirko befreundet? Wir sind eher gute Bekannte. Der Junge ist klug, doch die Invasoren haben seine Schule hochgejagt. Darum ist er ziemlich gereizt. Was machst du mit den Bonbas? Ich führe sie über die Weiden und füttere sie, damit sie fett genug für den Markt werden. Ha, ein wohlgenährtes Bonba wirft eine Tonne Fleisch ab. Eine Tonne Wolle. Und die Hörner kann man zu... keiner... Meiner meinte immer, dass es keine Zufälle gibt. Wer ist Husch? Husch ist mein Tronhaar. Hast du je das Daoka benutzt? Nur ein einziges Mal. Ich wollte Husch beibringen, wie man Sitz macht. Da ist er einfach durchgerannt. Ich fand ihn bei Emea, wie er Hotis fraß. Schmecken dir Hotis? Mir? Jotz, nein. Hotis schmecken wie Käsefüße. Doch die Tronhaars lieben sie. Man merkt es an ihrem Atem. Was ist ein Bonbar-Hüter? Was ist ein Bonbar-Hüter? Du bist wohl nicht von hier. Bonbar-Hüter hüten nicht nur die Bonbars. Sie sind die Poeten der Prärie. Wer bist du nochmal? Ich bin Ozak, der einsame Bonbar-Hüter dieser schönen Prärie. Wer ist dein Cowboy? Gut, haben wir ihn erstmal ausgefragt. Keine Ahnung, was das ist, aber mögen die Jots dich segnen, Kumpel. Freundliche Wolle, treibe die Bonbas zurück in die Gehege. Wie treibe ich die wieder in die Gehege? Ach so, die rennen vor mir weg. Nein, du sollst hier ins Gehege rein, mein Freund. Komm ins Gehege rein. Wie schaffe ich denn das, die Tiere da rein zu... Komm schon. Du kannst jetzt da reingehen. Aber wie kann ich denn die jetzt am besten da reintreiben? Und was stand hier noch irgendwas da? Wenn ich die Leute ausfrage, da bekomme ich immer diese Closar-Einträge, die ich sammeln muss. Wo man hier... Ah, war das mal schreien muss. Ach hier, das ist alles, was neu gekommen ist an Einträgen. Hotis haben wir ausgefragt. Genau, wir müssen nämlich ausfragen. Leider wird mir auch nicht angezeigt, was ich machen muss, um die ins Gehege zu treiben. Die wollen nicht ins Gehege rein. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll. Schießen wird, denke ich mal, nichts nützen, ne? Kommt schon in die Gehege rein. Ja. Ja, rein mit dir. Nummer 1.
Musstest du Nummer schon zwei. Mal Bombas hüten? Frauen haben mit den Hüten von Bombas nichts zu schaffen. Sie sind zu beschäftigt, den Planeten zu regieren. Dachte ich mir. Meine Navy-Kameraden würden sich jetzt ordentlich... Komm rein, laufen ins Gehege, komm ins Gehege, mein Schätzchen. Greifen die Garondas nicht an. Ja. Eine wichtige Aufgabe, Ulukai. Ich weiß, ich weiß. Die Wege der J sind unergründlich, bla bla bla. Da ist noch zum Nest. Ich hasse Spinnen. Kommt rein ins Gehege. Kann ich mal mehr ins Gehege reingehen? Mehr als ein oder zwei. Ist aber auch schwer geworden hier. Los, rein mit euch ins Gehege. Okay. Du noch rein. Ja, geradeaus bitte. Ja, hallo, Nummer 4. Noch ein, Vieh. Da ist noch so ein Vieh, da kommt noch ein. Musst du das Ding da oben erstmal wegmachen, ne? Hier, Bonba, komm her, Bonba. Und jetzt rein ins Gehege mit dir. Können die nicht mal alle auf einer Stelle stehen? Das ist aber schwer, Mann. Los, lauf ins Gehege rein, dickes Ding. Ja, ich mach da oben erstmal das Ding weg. Wenn das da ist, kommen die Fischer hier immer an. Genau. Das mache ich jetzt erstmal komplett weg. Okay, hab ich wieder was gesammelt. Da ist noch so ein Vieh. Da oben ist erstmal nichts weiter. So, Bombas. Ins Gehege mit euch. Ja, du auch, du auch, du auch. Nein, du willst ins Gehege rein. Genau, du willst ins Gehege rein. Ja. Nummer 5. Komm schon, Bonbar, dickes. Komm schon, so dickes Bonbar. Da hat ein Bonbar ein Ei gelegt anscheinend. Nee, ein Kraket-Drüse. Warum lauft ihr nicht freiwillig hier rein? Ja. Komm, Kollege, helf mir doch mal, die Bombas hier zu treiben. Ich habe erstmal 5 von den Viechern hier drin. Hinten stehen auch noch welche. Los, ihr habt genug gefressen, ihr wollt ins Gehege rein, genau. Du willst ins Gehege rein, du willst ins Gehege rein. Och, Leute. Kann ich die vielleicht mit dem Schild ein bisschen treiben? Nein! Jetzt stehen die da hinten.
haben wir hier hinten? Ein Pilz? Nee, eine Pflanze. Ja, komm, du läufst in die richtige Richtung. Du willst doch bestimmt ins Gehege rein, ja. Super, gutes Tier. So, dann mal ihn hier. Warte mal, da liegt noch was da oben. Oh, das ist ein Leben. Nee, das sammle ich mal ein. Das kann man gebrauchen, diese Pflanzen. So, dann kann ich mich gleich von hinten hier hin. Ja, und du willst natürlich ins Gehege rein. Rein ins Gehege. Ja. Du auch. Du willst auch ins Gehege rein. Ja. Nein, du willst nicht ins Gehege rein. Du willst aber ins Gehege rein. Nein, du willst nicht. 7 haben wir schon drinne. Komm, das muss doch machbar sein. Ja, du hier, du willst ins Gehege rein. Ja, genau, du willst hier rein. Ins Gehege, los. Noch 2. Dann habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Ausgefragt, habe ich den Typen ja schon? Aber ich glaube, den kann ich dann nochmal ansprechen, bestimmt. Ja, noch einer. Ach nee, 11, also 2. 2 müssen noch rein. 2 müssen uns gegen Elbe. Elbes. Ja, komm rein mit dir. Und jetzt der letzte. Du. Genau du. Jetzt hier rein. Jetzt hier rein. Nein, du willst da rein. Komm, Bomba. Ja, nein. Oder doch. Du stehst falsch. Mann, das ist ja mal eine Tagesaufgabe, die T-Shirt da reinzubekommen. Ja, du willst die da rein, Bomber du willst da rein. Wieder im Gehege. Ich hab's geschafft. Cutter Slate, du bist genial. Diese ganze Bomberhüterei ist echt anstrengend. Puh, die Bombers sind im Gehege. Du hast was drauf. Kannst du einen Tornhaar reiten? Das spielt keine Rolle. Ich will es nicht. Okay. Und gerade dachte ich, du würdest einen guten Bomberhüter abgeben. Lieber fresse ich meine Knarre, aber danke, Kumpel. Das kannst du ruhig machen. Allerdings lässt sich sowas schlecht verdauen. Bomberhüter tragen keine Waffen. Also wärst du selbst dann noch für den Job geeignet. Bis dann, Ozak. Gut. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Hier sind einige Missionen, die ich hier machen kann, aber ich würde erstmal gerne hier die Nebensachen machen. Um ein bisschen zu looten. Ein bisschen Sachen freigeschaltet zu bekommen, aber ich habe hier auch wieder Sachen, die ich hier wieder ausrüsten kann. Oh, ich kann hier noch was reinpacken. Haftminen. Okay. Hilfreich.
und oh, so schön. Das hier schon. Nee. Der Waffe kann ich auch noch nichts weiter freischalten. Ich hab doch hier irgendwas gehabt. Genau. Ah, ich kann in der Luft ausweichen. Kampf. Hier habe ich noch gar nichts irgendwie. Ich muss mein Schild auch verbessern. Das wäre mal eine Aufgabe. Mein Schild zu verbessern. Jetzt kann ich ja genau bis dahin vielleicht. Ah, da ist wieder so ein Gurk-Ding, aber nur so eine Mini-Variante. Das mache ich natürlich weg. Lass mal das Ding hier kaputt machen. Mach mal Heilung. Ah, ich habe keine Munition mehr. Die Waffe wechseln, genau für die habe ich mehr Saft. Für die Waffe. Da steht wieder was zum Einsammeln, was ich dann wahrscheinlich verkaufen kann. Einiges davon zumindest. Okay, da sind Gegner, da ist noch so ein Ding. Das mache ich aber auch weg. Und hier ist vieles zum Sammeln. Die Dinge müssen weggemacht werden. Überhitzt die Waffe, okay. Da kann ich wieder meine andere Waffe nehmen. Die hat wieder ein bisschen Munition jetzt. So, hier ist auch. Ach, hier oben ist das, wo ich hin möchte. Wie komme ich denn da hoch? Da müsste ich mal gucken. Hier müsste ich ja irgendwie hochkommen. Ah, hier ist noch was zum Einsammeln. Eine Figur. Hey, muss es irgendwo hochgehen? Diesen Berg. Du kommst Energie. Mit mir, du Pflanze. Na. Nee. Wie komme ich diesen Berg hoch? Muss ich wirklich mal schauen, wie komme ich denn hier hoch? Das war ja, genau, hier möchte ich hin. Da möchte ich hin, aber ich muss ja diesen Berg auch irgendwie hochkommen können. Mal sehen, ob es mit dem Jetpack geht. Jetzt bin ich schon mal ein Stückchen weiter oben. Schöner Wasserfall. Wirklich geil. Muss man wirklich klettern können hier. Oh, wir können nicht klettern, wir haben unser Jetpack. Eine seltene Pflanze. Kostbare blaue Blume. Ah, jetzt komme ich der Basis näher. Ach, die ist da drüben. Bin ich jetzt den falschen Berg hoch? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, das wäre richtig. Hier liegt auf jeden Fall wieder was rum. Hier ist so eine rote, seltene Pflanze. Ein Leben. Noch ein Leben.
Ach, da oben ist die Basis. Zwölf kann ich schon tragen. 12 Heilungen. Gucken, ob ich mich hier anschleichen kann. Das ist ein Vogel. Ein feindlicher. Oder? Beweg dich, Katha. Ich weiß es nicht. Siehst du, sehe ich sie schon? Oder haben die mich schon entdeckt? Ja. Sie haben mich schon entdeckt. Meine Waffe ist wieder alle, jetzt muss ich wieder Munition sammeln in der Zeit. Ja, in der Zeit, bis Munition wieder voll ist, nehme ich mein Lasergewehr. Ach, das ist wieder so ein Ding, wo ich wieder hochjumpen muss. Oh, da ist wieder was zum Einsammeln. Ein Ei oder sowas. Ja, muss ich mal schauen. Kann er noch so ein, hab er noch so einen Boost dann zusätzlich. Ach so. Ja, ich hab so einen Boost. Na, jetzt muss ich auch. Wie war das mit dem Boost? Ach, wie war das nochmal? Wie kann ich nochmal mit dem Jetpack ausweichen? Ich konnte irgendwie ausweichen mit dem Jetpack. Oder was konnten die Pflanzen überhaupt bewirken? Wo ist mein Inventar? Das ist der Trank. Erhöht die Menge der Tränke, die ich tragen kann. Lebenspunkte. Schadensresistenz. Was ist das? Ich muss mal gucken, nein. Kern. Das sind meine Sachen alle. Hier habe ich wieder ein paar Sachen zu verkaufen. Steuerung. Tastatur. Jetpack. Ausweichen, Left. Achso. Wie schaffe ich es da hoch?
nicht. Ich finde einfach nicht die Kombination raus. Nee, da muss ich erstmal warten, bis mein Jetpack besser wird. Okay, was würde ich denn dann machen als nächstes? Dann werde ich doch mal nach Bidaf gehen und hier mal Aufgaben erledigen. Halt, genau, Bidaf. Das Gehege treiben, ach, Husch retten, würde ich jetzt mal machen. Würde ich jetzt mal Husch retten. Ja, er zeigt mir sogar an. So, Waffe wechseln. Ja, da werde ich jetzt erstmal Husch retten. Wir werden Husch retten. Hier ist ein alter Pilz. Mitnehmen. Mitnehmen. Leben, hier immer noch ein Leben. Ja, genau, also wir müssen erstmal müssen dringend unser Jetpack upgraden. Ich muss höher springen können einfach. Sonst wird das nichts werden. So, ich soll Husch retten. Soll ich einen Husch retten? Ach hier. Ach, ich bin schon da. Ach, da muss ich ja Husch erstmal finden. Der soll hier irgendwo sein. Der kleine Husch. Ach, hier wird was markiert. So, Husch. Ja, wie bringe ich ihn jetzt? Ach so. Wie bringe ich ihn zurück? Ich kann ihn ja nicht erschießen, ne? Ach, er folgt mir. Er folgt mir. Super, schön. Hier ist was drin im Wasser. Ich gehe rein. Faust tauchen. Was habe ich da gefunden? Modulteile. Finde und sammle Modulteile und bringe sie zur Hütte des Einsiedlers Matsum, um neue Module zu erhalten. Sonst noch was hier unten? Nein. Auftauchen. Schön, habe ich was gefunden mal. Okay, super. So, du kommst mit mir. Warte, ich möchte das da hinten noch einsammeln, mein Gutster. Genau, komm mit Husch. Ja, er folgt mir. Husch, Vorsicht! Oh Mist, ist das ein Gaun da? Keinen Huni. Ich habe ja ein Schild. Warum setze ich mein Schild nicht mehr ein? In das blöde Ding. Komm, Husch, hauen wir lieber mal ab hier. Bevor der Garn da wieder auftaucht, oder wird nochmal auftauchen. Komm mit, Husch. Komm, mein Gutster. Wo hängt's? Wo hängt's bei dir? Husch glitscht.
Ja, kommt nicht. Push kommt nicht. Er hängt. Komm mit, mein Freund. Muss ich mal von der anderen Seite schieben? Ich weiß es nicht. Ah, ja, jetzt kommt er mit. Komm mit, Hush. Und glitsch nicht immer so. Hush, das Ding will dir ans Leder. Bossfight, Bossfight. Ach verdammt, ich hätte mal auf Heilen drücken sollen. Jetzt habe ich's verpasst. Na gut, den kriegen wir schon noch runter. Da ist Hush. Okay, bringen wir das Schätzchen ins Rollen. Auch muss ich jetzt alles nochmal neu einsammeln, auch das Modul. Ja. Warte, erstmal das da hinten noch einsammeln. Ah, ich muss den Wurm bekämpfen. Ich will das hier haben, was hier noch hier unten ist, im Wasser. So, das nochmal, das Modulteil nochmal einsammeln. So, Hush, mein Freund. Jetzt werden wir aber das Ding... Wie kann ich denn ausweichen? Jetzt habe ich mal was genommen. Der Hush. Ist das ein Gaun da? Push, alles gut mit dir, mein Kumpel. Ja. Das ist das gute Zeug. Wir heilen uns mal. Wir heilen uns mal. Kommst du, mein Freund? Wir haben ja noch was zum Looten. Das muss ich ja jedes Mal von vorne neu aufnehmen, den Loot. Ja, hier ist noch mein Leben. So, jetzt habe ich noch einen Trank genommen. In der Hoffnung, dass ich... Ja, ich habe noch einen Trank genommen in der Hoffnung, dass ich das, dass mich das verbessert. Bisschen von der Energieleistung. Wir haben das Ding noch nicht besiegt. Also der Wurm, der wird noch mal auftauchen. Ich hoffe, dass ich ihn dann besiegen kann. So, komm mit, Hush, mein Freund. Wir werden das schaffen. Hier ist auch noch mal Leben. Brauche ich dringend. Hier ist noch was Sammelbares. Aus dem Weg, Hush.
schon mehr von dem Lattich aufwache. Ich muss nur kurz verschnaufen. Komm schon. Ich hab ihn geschafft. Ich hab ihn geschafft, aber ich muss es jetzt nochmal machen, weil ich bin totgegangen, ne? Okay, ich muss mal gucken, ob ich meine Waffe vielleicht anders ausrüstet, einfach. Ich weiß nicht, muss ich jetzt ganz von vorne machen? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss ganz von vorne, okay. Dann machen wir Folgendes. Waffe. Genau. Diese hier. Was haben wir hier drinne? Erschütterungsschuss. Multischüsse will ich nicht haben. Ich möchte irgendwas Aggressives. Genau. Und die Waffe mache ich jetzt das hier noch dazu. Gut, aber jetzt muss es klappen. Gut, hier habe ich Husch. Jetzt nochmal alles einsammeln. Leben einsammeln. Das einsammeln. So, mein Modul einsammeln. Ja, das weiß ich schon. Meine Pflänzchen. So, wie sieht's aus mit der Waffe? Okay. Ich habe die jetzt verbessert, besseren Mod ausgerüstet. Da hinten ist noch ein Leben. Ja, Maschinengewehr. Komm, Husch, erhol dich, Husch. Erhol dich, mein Freund. Okay, ich muss unbedingt den Leben da vorne einsammeln. Aber wie ging das mit dem Ausweichen mit dem Jetpack? So, ich mach nochmal hier Schadensresistenz. Husch, das Ding wird hier als Leder. Ja, komm schon, Maschinengewehrschuss. Ja, Schild halt. Halt durch, Schild. Jetzt hatte ich ihn aber fast. Ja, auf Kurs. So, Husch, mein Freund. Du musst noch mal eine Runde durchhalten. Husch, du musst noch eine Runde durchhalten. Kommst du, Husch? Der Wurm kommt nämlich gleich nochmal, der Garon da. Wir wollen ihn erledigen diesmal. Da ist noch was zum Sammeln für mich. Aus dem Weg, Husch! Weiß nicht, ob es mir helfen wird. Oh, ich habe ihn erledigt. Ich glaube, ich habe ihn erledigt. Ist er tot? Hier liegt noch was für mich. Ein Leben. Genau, super. So, jetzt geht's los. Ich habe ihn erledigt, den Garon. Da hoffe ich erstmal, zumindest vorerst, dass ich ihn jetzt zurückbringen kann, den Husch. Den Huschi. Hier draußen kriegen mich diese Wurmviecher nicht. So, da sind wir ja bald da. Wo ich Husch abgeben soll, oder? Warum willst du nicht da lang? Nein, nicht da lang. Hör auf deinen Kumpel Osak. Hey, wo willst du hin? Komm. Autsch.
Was? Wer ist da? Push? Bist du das? Push! Komm her, Junge! Bin ich froh, dich zu sehen! Okay, wir können ihn nochmal ansprechen, weil ich habe ja Husch gerettet. Blaues Iridium bekommen. Oh, du bist es. Bist du froh, dass Husch zurück ist? Oh ja. Ich habe meinen Partner vermisst. Jetzt hüte ich wieder Bonbars, wie es ein echter Bonbar-Hüter tut. Danke. Gern geschehen, Kumpel. So. Bis dann, Osak. So, was könnte ich denn jetzt noch machen? 4. Wir können auch das machen. Pilam. Zutaten sammeln. Ich glaube, ich mach's mal das. Sammeln mal die erste Zutat. So, wir machen mal ein bisschen die Quests von den Dörfern. Da können wir vielleicht unser, dass wir dann langsam und allmählich mal an Upgrades kommen, um das Jetpack zu verbessern. Also das, naja, Upgrades, wir kommen ja an Upgrades, wenn wir Türme einnehmen. Feindliche. Aber müssen wir hin? Ich soll diese Früchte sammeln. Nee, was war das? Früchte oder Pflanzen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Da ist ein Leben für mich. Warum sollte ich denn überhaupt darauf kommen? Ich könnte es ja mal probieren, wo der mich hinschickt, wenn ich hier da drauf gehe. Jetzt nichts weiter. Da ist noch ein Leben für mich. Eingesammelt. Und dann schweben wir mal weiter. Ah, hier, das brauchen wir auch. Grüne Zeug muss ich auch einsammeln. Hier haben wir noch ein Leben. Noch mehr Bum-Bum. Krackes. Geh mir nicht auf den Sack, Vogel. Da oben ist ein, da oben ist noch. Hier sind noch Leben. Einsammeln. Das noch einsammeln. Ich muss hier hoch, okay. Aber wie komme ich hier hoch? Hier, ah, okay, hier ist noch so eine Rampe, so ein Sprungteil. Ah, jetzt muss ich gucken, wo springe ich überhaupt hin? Muss hier irgendwie auf einen Vorsprung springen. Auf den Felsvorsprung. Vielleicht da oben hin. Mein Jetpack ist noch nicht stark genug. Das Jetpack ist noch nicht stark genug. Muss ich anderweitig hier hochfinden. Hier ist noch so ein Sprung. Mein Jetpack unbedingt aufleveln. Oh, hier sind Sammler. Hier sind Sammler unterwegs. Okay, da hoch muss ich, ne? Komm schon. Und das sammeln wir noch ein. Hier hoch muss ich. Da hoch. Scheiße, wie soll ich da hochkommen? Sind noch so ein Sprungding hier irgendwo? Ist hier irgendwo nochmal so ein Sprungteil? Was ist das? Eine Basis, eine feindliche oder ein Gorg-Ausbruch ist da, ne?
Ja, kann ich mir vorstellen. Schwierig da hochzukommen. Nee, hier komme ich nicht so hoch. Da ist eine feindliche Basis, da komme ich noch nicht hin. Da ist ein Gurkausbruch. Hier komme ich irgendwie hoch. Ich muss auf den Baum da hoch. Das wird schwer werden mit dem Jetpack. Jetpack ist noch nicht sehr gut. Ach, die Pflanzen da oben brauche ich. Kann ich die abschießen? Nein. Abschießen kann ich die nicht. Ich komme so hier nicht hoch. Oder komme ich hier irgendwo hoch? Muss ich jetzt wirklich absuchen. Ich komme noch nicht so hoch, Leute. Nee, da brauchst du wirklich ein stärkeres Jetpack. Ah, hier ist was zum Springen. Muss man nur gucken, wo es mich hinbringt. Nee, okay, die Aufgabe können wir dann erstmal nicht machen. Das schafft mein Jetpack nicht. Dann machen wir mal hier den Gurkausbruch. Den können wir ja erreichen. Ich glaube, den erreichen wir leicht. Das ist mal ein tödliches Parfum. Muss mal den ganzen Kram einsammeln hier noch. Was hier alles rumliegt für mich. Hier könnte ich das Ding noch kaputt machen. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht nützlich aus. Könnte man jetzt machen. Hier haben wir noch eine Basis, die aber erreichbar ist. Hier war ich, hier kam ich ja noch nicht weiter. Zu den Gurkausbruch weiß ich nicht, ob ich da hinkomme. Da geht es bestimmt wieder nach oben. Da hinten ist noch ein Leben. Noch was zum Sammeln. So, Gurkausbruch. Hoffentlich ist der nicht irgendwie. Was ist denn das? War ich hier schon bei der Basis? Ach, bei der Basis war ich schon. Okay. Nee, dann muss ich hier zum Gurkausbruch hin. Da war ich doch schon hier. Hier war ich doch schon. Ja, hier war ich schon. Dann muss ich da auch nicht nochmal hin. Dann hau ich lieber ab. Ah, der Gurkausbruch, der ist doch bestimmt hier oben. Jetzt bin ich bis hier runter gedüst. Verdammt, ich wollte gar nicht bis hier runter.
Wie komme ich dann wieder hoch? Gut, dann muss ich einen Weg nach oben finden. Ich brauche Nanozellen, um meinen verdammtes Jetpack abzugraden. Nein, ich muss auch mein Schild unbedingt upgraden. Und mein Schild braucht auch ein Upgrade. Endlich mal. Ah, dann müssen wir hier weitermachen, ja. Na? Ja, wir kommen doch langsam nach oben. Jetzt geht's hier wieder runter. Da oben ist der Gork-Ausbruch. Ja. Ah, das Klettern ist ganz schön schwer hier. Nur mit den zwei Stufen nur für das Jetpack. Es hat ja nur diese zwei Springstufen. Es geht noch mehr, aber im Moment nicht irgendwie. Da ist noch so ein Schrein. Hatte ich den schon? Das könnte ich mir ja mal angucken hier. Diesen Schrein. Kann ich da rein? Hier oben wahrscheinlich nicht. So, dann muss ich hier wieder den Eingang finden, ne? War ich hier schon? Ja, hier war ich schon, genau. Ja, war ich hier schon? Ja, hier war schon, das hatte ich nicht geschafft. Ja, ich möchte immer noch zu dem Gork-Ausbruch hinkommen. Ich komme immer noch nicht bis hoch. Ja, hier komme ich auch nicht hoch. Noch ein weites Stückchen weiter oben. Komm noch ein Stückchen weiter hoch. So, jetzt sind wir hier. Hier ist zwar nichts, aber wir kommen näher. Hier geht es auch noch nicht so richtig weiter. Komme ich da überhaupt hoch, ist die Frage. Jetzt bin ich schon wieder so weit unten. Jetzt weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe einfach noch nicht genug Power auf meinem Jetpack. Nee, das wird erstmal nichts hier mit dem Gork-Ausbruch. Da komme ich leider nicht hin. Aber wir können ja mal gucken, was ich sonst machen könnte. Hier komme ich auch noch nicht hin. Was bedeutet das hier? Kraftfeld ist noch aktiv. Hier könnte ich hin, denn hier ist nämlich kein Kraftfeld aktiv. Hier, okay, da gehe ich hier hin, weil hier ist kein Kraftfeld aktiv. Dann können wir das noch machen, die Basis überrumpeln. Leben habe ich einige. Vielleicht finde ich unterwegs noch ein paar Leben. Da würde ich erstmal sagen, dass ich diese Basis da versuche einzunehmen. Dass ich erstmal ein bisschen wieder upgrade-mäßig was bekomme. Das wäre nämlich wichtig. Das Jetpack ist zu schwach und mein Schild braucht auch mehr Power. Ah, ja, wie wir schön düsen können. Hier ist noch ein Leben. Genau. Unbedingt nehmen. Auch unbedingt nehmen. Jetzt kommen wir erstmal wieder in das Dorf. Da möchte ich auch nicht hin. Ich möchte nämlich, genau, zu der Basis, die hier oben ist.
hier sind auch noch solche Pflanzen. Kann ich die auch sammeln? Nee. Die sind auch solche Pflanzen. Das ist bestimmt kein tiefes Wasser hier. Gib mal wieder Gas. Hier liegt noch ein Leben. Du kommst mit mir, du Pflanze. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist die Basis? Ist die hier oben irgendwo? Dass ich erst gar nicht nach unten springe. Ah, da ist die Basis. Oh, ist auch ein Riesenkomplex. Da liegt noch so ein Ei-Ding. Da ist ein Schild, das muss ich bestimmt deaktivieren. Da liegt noch was Sammelbares. Ich weiß noch nicht, von wo ich in die Basis hier soll. Aber die hat auf jeden Fall kein Schild. Das heißt, ich könnte. Ja, ich muss gucken. Ich sehe erstmal kein. Ich sehe erstmal kein Feind bis jetzt. Wo sind sie denn? Sind wir noch gar nicht hier? Wo kommt denn das jetzt her? Gleich das ganze Bataillon oder was? Das für ein Ding? Ich hab's kaputt gemacht. Was war das? So, den ganzen Komplex muss ich sowieso ablaufen, weil hier könnte einiges an Loot rumliegen. Hier komme ich rein. Ich würde erstmal hier schauen. Den Kern soll ich bestimmt klauen oder zerstören. Dann könnte ich hier schon mal hacken gleich. Okay, ich halte die Terminals frei. Ich werde erstmal alles abklappern müssen. Jetzt habe ich noch nichts Lootbares gefunden. Da geht's auch hoch. Ach, ich guck zum Schluss, wenn ich alle Gegner erledigt habe, guck ich. Genau, hier ist noch was zum Einsammeln. Nanozellen bestimmt. Ja, zum Schluss werde ich dann hier alles abgrasen nochmal. Ja, mein Schild ist zu schwach für diesen Gegner. Da ist noch ein Terminal. Nummer 2.
noch eins finden. Das da muss wahrscheinlich aufgehalten werden, was da so leuchtet. Gegner hier erledigt, nee. Macht er denn für einen Tanz? Ist er Tänzer? Hier ist niemand drin, aber eine Lootkiste, eine große für mich. Oh, oh ja! So, gibt neues Spielzeug. Neuer Mod. Da sind noch ein paar Gegner hier auf dem Gelände. Eine Lootkiste. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Erstmal einen Weg finden hier. Wo ich zur nächsten Stelle auf dem Gelände komme. Hier war ich schon, oder? Ah, hier ist noch ein Loot. Okay, hier könnte... Ah, hier hab ich doch gerade gesehen, ein Terminal war hier, ne? Gibt es hier uns? Da hinten ist Loot. Bevor ich das Terminal aktiviere, will ich das noch haben. Ach, hier bin ich gar nicht durchgelaufen. Okay, hier oben war noch ein Terminal. Sind jetzt auch nicht mehr so viele Gegner da, ne? Jetzt Loot. Wie komme ich denn da hoch? Wohin? Ich muss da doch irgendwie hochkommen können. Wie komme ich da hoch? Hier, ah, hier außen. Das war ja auch mal eine Idee, mal außen lang zu gehen. Dann kann ich hier wieder rein. Ich hatte erstmal die ganzen Gegner erledigen wollen. Noch eins zum Hacken. Aber das habe ich doch schon gehackt. So, noch ein Terminal, was ich noch nicht erwischt habe.
Ich will erstmal hier außen weitermachen. Wenn ich die Gegner besiege alle, dann wäre das zum Vorteil. Ah, hier geht's hoch. Hier kann ich nichts machen. Hier sind die ganzen kaputten Gegner. Komme ich hier irgendwie hoch? Da ist noch eine Box. Oben ist noch Gegner irgendwo. Hier ist noch eine Tür. Einmal drum laufen. Einmal drum laufen und gucken, ob hier auch nichts ist. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich alle Gegner besiegt. Jetzt gucke ich mal. Da ist der Generator. Hier ist der Generator hier unten. Wie soll ich den zerstören? Ah, die erste Lieferung geschafft. Was bekomme ich dafür? Jetzt kann ich... Ach, die Bohranlage wird jetzt gestoppt. Gut. Offiziersquartiere. Wo waren die nochmal? Wo waren die Offiziersquartiere? Was ist denn hier jetzt markiert? Das? Warum sollte ich hier hin? Hier die Offiziersquartiere. Weil da gibt's Loot bei den Offiziersquartieren, ich weiß, aber wie finde ich die? Vorne ist was Grünes. Ach, die sind das. Gut. Dann wird sie wieder schön Loot geben für mich. Heilende Salve. Muss mal gucken, was ich jetzt hier an meinen Waffen modden kann. Aber warum kann ich hier... Warum wird die Basis noch als aktiv angezeigt? Die Basis wird ja noch als aktiv angezeigt. Okay, den haben wir ausgeraubt. Hier müsste ich hin. Hier, ich wollte aber vorher erstmal gucken, ob ich an den Waffen was machen kann. Kann ich das vielleicht freischalten? Nein. Kann ich an der Waffe was freischalten? Auch nicht. Heilende Kühler. Das ist gut. Hilfreich. Da kann das raus. Oh, so schön. Da kommt die Kühlung hier rein. Das war das Jetpack. Nee, hier kann ich weiter noch nichts machen. Okay, dann würden wir erstmal dahin gehen, was, ja, also im nächsten Video werden wir
hier hingehen, was mir auf der Karte angezeigt wird. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier hin soll. Wer hier die Basis, da kann ich leider nichts machen. Und hier steht nicht da, was ich hier machen soll. Also hier auf jeden Fall kann ich noch nichts machen. Da ist noch ein Schutzschild. Aber ich werde mal im nächsten Video hier hingehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Lasst doch euch ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Und schaut mal unter meine Videobeschreibung bei dem Link von Instant Gaming, wenn ihr beim Gaming-Kauf sparen möchtet. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao.